Hallo und herzlich willkommen zur Roadmap hier im November 2024. Und die Roadmap hat es mal wieder in sich. Wir haben nämlich was sehr Interessantes als neues Spielzeug im Grunde genommen angekündigt bekommen. Wir gucken uns einfach mal direkt den Artikel bzw. die Übersichtsgrafik an. In den nächsten 3 Monaten, das ist hier dieser Bereich, wird die West Coast Mainline von Preston nach Carlisle releasen, von Just Trains. Ein Gameplay-Add-ons-Bundle, was auch immer das genau ist. Dann von Alan Thompson, Manchester Airport Commuter. Die Strecke sieht auch schon toll aus, das kann ich euch an dieser Stelle schon mal sagen. Skyhook Games wird Cargo Line Volume 3 veröffentlichen. Und, das ist nun das Wichtigste und mein absolut, es ist einfach toll, dass das öffentlich verkünden zu können. Die Mittenwaldbahn wird erscheinen von TSG. Das ist die deutsche Strecke, die angekündigt wurde, beziehungsweise in diesem Fall die deutsch-österreichische Strecke, die angekündigt wurde. Dann als Updates, die noch erscheinen werden, die ScotRail Class 158 Rail Link Livery von Skyhook. Die Five Circle Leavenmouth Branch wird noch erscheinen und West Coast Mainline South Improvements. Dann seitens DTG haben wir noch Season of Reveals 2024 mit einer Reihe an neuen Ankündigungen und Projektupdates im Laufe des Dezembers. Das heißt also, ab in 2 Wochen können wir uns vermutlich bis Pi mal Daumen Weihnachten um sehr viele neue Ankündigungen freuen und sehr viele neue interessante Informationen. Und dann, wo aber kein konkreter Zeitplan bisher bekannt gegeben werden kann, was sonst noch so in Arbeit ist, eine neue Strecke aus UK von einer neuen Third Party, die Incredible Trains heißt. Dann Volume Line Cargo, Cargo Line Volume 4. Volume Line ist auch gut. Cargo Line Volume 4 Military von Sky Games. Die machen ja hier praktisch diese ganzen Lok-DLCs bzw. Güterwagen-DLCs, von denen ich mir echt wünsche, dass sowas auch mal für Deutschland irgendwann erscheint, weil ich finde das so cool, dass die in UK mittlerweile so eine große Variabilität an Güterwagen haben und wir da in Deutschland leider immer noch mit unseren SGGMR-SS-Wagen da festsitzen. Dann ein Lok-DLC von Just Trains. Die pfälzische Ludwigsbahn von Mannheim nach Kaiserslautern, das ist bekannt, Cardiff City Network. Zwolle-Groningen, East Coast Mainline, Diesel Rail Tour Pack von Athena, auch das ist nichts Neues, die Tandami Line von Union Workshop, der Fahrplan-Update für Köln-Aachen, die BR Class 104 von Simtrack Studios, das Santa Fe Gameplay Pack und, das ist auch wieder ganz interessant, das deutsche Lok-DLC von Simtrack Studio. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt, was da noch so kommt. Wir schauen uns natürlich jetzt aber ja im Grunde genommen das Relevanteste überhaupt an. Heute erschienen die MBTA-Strecke von Boston nach Worcester. Heute kam dazu ein Video auf meinem Kanal, wo man mir dabei zugucken konnte, wie sehr ich damit struggle. Also wer sich dafür interessiert, zu sehen, wie ich komplett faile, einen Zug zu fahren, der kann da gerne vorbeischauen. Wir gehen mal weiter und überspringen das. Genau, also hier steht zu dem Season of Reveals, das ist ganz interessant, ich kann das hier direkt einfach mal auf Deutsch hier vorlesen. Und zwar, während wir uns der Weihnachtszeit nähern, haben wir einen echten Leckerbissen vorbereitet, der den ganzen Monat mit Spannung und Spekulationen füllen wird und bestimmt auch mit etwas Spekulatius. Wir nennen es die Season of Reveals 2024, eine Veranstaltung, die alle neuen TSW-Add-on-Enthüllungen, zusätzliche Neuigkeiten zu angekündigten Projekten und Updates von einer Vielzahl unserer Third Parties zusammenfasst. Der Schwerpunkt liegt dabei hauptsächlich auf TSW, wird aber auch unsere anderen Titel umfassen, mit einem neuen Blick auf unseren Virtual Reality Titel TSW VR New York, zukünftige Entwicklungsdetails für City Transport Simulator Tram und noch mehr. Das Ganze am 2. Dezember 2024, jeden Tag. Also ab dem 2. Dezember und jeden Tag um 14 Uhr wird ein neues kleines Video-Update veröffentlicht, so ähnlich wie das Take-A-Ticket vom letzten Dovetail Direct. Das Ganze endet am 20. Dezember, das heißt also, wir haben 18 neue große oder kleine Überraschungen, die auf uns warten. Als kleiner Adventskalender kann man es ja fast schon framen.
Und es wird wöchentliche Giveaways geben, TSW Keys wird es geben. Also die haben da schon ordentlich was geplant. Es wird keine Roadmap dafür im Dezember geben, aber wir werden sie Anfang nächsten Monats mit all den lustigen Enthüllungen treffen. Es gibt nur eine neue Ankündigung, die wir für Sie heute bekannt geben werden. Also da wird jetzt nichts Neues revealed, aber das Neue, das kommt jetzt hier, die Mittenwaldbahn. Ja, Leute, die Mittenwaldbahn. Es ist fantastisch. Ich finde es toll. Ich finde es unfassbar toll, die Entscheidung, die Mittenwaldbahn in den TSW zu bringen. Schon im Train Simulator eine sehr, sehr, sehr insgesamt ja, berühmte und oft gespielte und auch relativ positiv bewertete Strecke, vor allen Dingen mit den ganzen Updates. Wir fahren also von Innsbruck nach Garmisch-Partenkirchen. Gucken uns mal hier dieses Bild direkt mal in groß an. Wir sind hier in Innsbruck-Hötting. Ich war erst vor kurzem in Innsbruck. Es ist gerade mal zum Zeitpunkt der Aufnahme weniger als 2 Wochen her, als ich das letzte Mal in Innsbruck war. Und kann tatsächlich vermutlich sehr, 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 sehr gut beurteilen, wie so die Szenerie zumindest in Innsbruck ausfällt und aussieht. Und ich kann schon mal jetzt sagen, das hier vor uns ist die Nordkette. Es sieht unfassbar gut aus. Es sieht wirklich so aus, wie die Nordkette in Realität aussieht. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut getroffen. Genauso hier wie der Bahnhof in Hötting. Auch das Gebäude passt größtenteils ziemlich gut. Hier links, also man ist hier praktisch auf so einem erhöhten Bahndamm. Hier links ist so eine Straße, wo man halt eben langlaufen kann. Und tatsächlich bin ich noch vor, ich glaube, 8, 9 Tagen im Grunde genommen hier links von diesem Bahndamm noch langgelaufen und habe mir das Ganze hier schon angeguckt und dachte mir so, ach, wie cool wird das sein im TSW. Die Mittenwaldbahn macht dann im Grunde genommen hier vorne so eine Kurve nach links, vorbei am Einkaufszentrum West und dann geht es nach und nach so langsam hoch. Aber ja, generell, wenn man sich hier die Szenerie anguckt mit den Häusern, die da schon im Berg drin stehen und so, das passt alles sehr gut hier mit dem Auto aus der Nünnertalbahn aus Frankfurt. Sehr cool gemacht. Gefällt mir unfassbar gut. Aber da gibt es halt eben noch mehr. Und zwar ein YouTube-Video. Wir gucken uns das mal direkt an. Die Mittenwaldbahn 1989. Das Ganze spielt also in der Vergangenheit. Wir gucken noch mal das Video uns noch mal an. Jetzt mal vielleicht so einzeln durchgegangen. Hier an dieser Stelle sieht man den Briefkasten aus der Niddertalbahn. Ihr erinnert euch, dass ich da damals tatsächlich, ich glaube, ich war der allererste, der das herausgefunden hatte, dass das überhaupt da steht. Next Stop Bavü, Baden-Württemberg. Ja, das hat dann doch nicht gepasst, aber es ist jetzt mittlerweile Bayern. Hier links übrigens mein Briefkasten TSB. Da wohne ich praktisch. Ich nehme auf in diesem Briefkasten, wie mir vorhin einige Leute gesagt haben. Ja, also ne, wenn man ganz nah dran geht an diesem Briefkasten, dann hört man mich, wie ich hier ein Video aufnehme. Und ja, dann haben wir praktisch hier diese Kamerafahrt, beziehungsweise erstmal, dass sich das TSG-Logo dann im Grunde genommen ändert. Es fehlt übrigens etwas hier. Eine Sache ist falsch an dieser Animation. Wem es auffällt, bitte gerne in die Kommentare rein. Ja, TSC, das ist auch nicht, TSB ist es auch nicht, sondern TSA wie Train Sim Austria. Ich glaube nicht, dass TSG sich jetzt umbenennen wird. Ich glaube, das ist nur ein Joke. Ja, und dann haben wir halt eben diese Kamerafahrt nach oben, wo wir schon mal ein bisschen was sehen können. Aber weiter als das sehen wir nicht, weil hier vermutlich ein Zug stehen wird, den wir noch nicht sehen können. Aber wir sehen schon, boah, sieht schon ganz gut aus in diesen wenigen Sekunden, die wir davon schon sehen konnten. Der Zug, der uns nicht gezeigt wurde, der vermutlich dort steht, wird die ÖBB 1020 sein. Also im Grunde genommen das Krokodil der österreichischen Bundesbahn. In Deutschland gibt es ja auch ein Krokodil, auch es gibt ja auch ein Schweizer Krokodil und das ist das österreichische Krokodil. ÖBB 1020, schöne Altbaulok. Freue ich mich sehr drauf. Wir sehen hier den Bahnhof von Mittenwald und sehen, was mitgeliefert wird, sind Silberlinge, ne? Also die N-Wagen, aber im Grunde genommen
in ihrem Originalzustand, nämlich als Silberlinge mit entsprechend auch angepasstem Interieur. Wir sehen hier die, ups, jetzt ist es wieder draußen. Wir sehen hier tatsächlich diese roten Sitze, also dieses rote Interieur, das ist auf jeden Fall schon mit angepasst. Sind hier in Deutschland, ne, zu Bundesbahnzeiten. Mittenwald ist ja in Deutschland. Sehen hier Gleis 3, Gleis 2, können da auch noch ein paar Berge erkennen. Sehen hier so einen Gepäckwagen, der hier noch rumsteht. Hier vorne das Bahnhofsgebäude von Mittenwald. Ja, ne, also sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Mehr Infos gibt es nicht. Alles andere sehen wir dann, was da kommt. Wir haben noch ein weiteres Bild. Das ist im Grunde genommen, ja, also wenn man so möchte, wenn man diesen Bildausschnitt in diese Richtung, also nach links weiter verlängern würde, würde man hier hinten irgendwo würde man Innsbruck sehen. Man kommt also im Grunde genommen, also wenn man nach Innsbruck fährt, kommt man aus diesem Tunnel raus und fährt hier in diese Richtung. Und hier links wäre dann, irgendwann wird dann hier so der Flughafen von Innsbruck anfangen. Das ist so das Erste, was man im Grunde genommen sieht. Hier der Fluss, das ist der Inn oder die Inn. Ich weiß gar nicht, welcher Artikel beim Inn benutzt wird. Der Inn, die Inn, das Inn. Man weiß es nicht so genau. Und da hinten, die Berge. Man sieht auch schön hier diese Baumgrenze. Irgendwo da hinten ist, glaube ich, das Stubaital, müsste da auch so in diese Richtung sein. Und auch hier diese Berge da hinten, das passt alles sehr, sehr gut. Ich habe das alles wirklich noch ganz frisch im Kopf, diese Bilder. Und ich muss sagen, es sieht fast fotorealistisch aus, ne, wenn man sich in Innsbruck auskennt. Schon cool. Okay, das war so das größte Highlight. Was haben wir noch? West Coast Mainline von Preston nach Carlisle wird bald erscheinen. Auch das wirklich eine coole Strecke mit der Class 887, also der ersten Elektro-Lok, der ersten britischen Elektro-Lok im TSW. Sieht auch schon sehr, sehr, sehr gut aus. Ist jetzt nicht ganz mein Metier, ne? So englische Strecken ist so lala, aber die werden wir uns auf jeden Fall angucken, einfach weil es eine unfassbar schöne Strecke ist. Genau, und hier ist auch die Lok nochmal zu sehen, die Class 87 mit den entsprechenden Mark, keine Ahnung, 1, 2, 3 Wagen, also die Intercity-Wagen, wenn man so möchte. Genau, so, ja, also da werden wir jetzt nicht im Detail weiter drauf eingehen, was hier noch so steht. Ja, hier wird noch ein bisschen was gesagt zu den ganzen Services, also zu den ganzen Fahrten, die man noch machen kann. Dann gibt es noch weitere Layer, unter anderem für die für Spirits of Steam und für die Flying Scotsman, für das BR Heavy Freight Pack. Also da gibt es auf jeden Fall einiges, was man noch zusätzlich an Layern benutzen kann. Genau. Und ja, das war's dann, glaube ich. Was ist das? In the close of the section, the Just Trains team wanted to leave you with a final teaser before we head into our December announcements. No need to pant with excitement, and the top 10 this DLC will hit that perfect beat, especially for those with suspicious minds, as it's a kind of magic. Also ein Teaser für das Log-DLC von Just Trains. Ich denke mal, es wird nichts Deutsches sein, es wird weiterhin was Britisches sein. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber wir sind gespannt. Dann haben wir hier Manchester Airport Commuter von Alan Thompson, die ja auch sehr renommierte Hersteller im TSW, im Train Simulator waren und auch sind. Für den britischen Bereich, da wird auch nur britisches Zeugs kommen, die werden keine deutschen Strecken oder so machen, die werden weiterhin bei britischen Sachen bleiben. Auch die Strecke sieht schon sehr schön aus und die werden wir uns auch zusammen angucken. Dann Five Circle Line, die Strecke, die Rivet Games, naja, sagen wir mal, gelinde gesagt, ja, egal. Da wird auf jeden Fall noch ein weiterer Streckenabschnitt mit dazukommen, der erst vor kurzem eröffnet wurde. Ob wir uns das zusammen angucken, schauen wir mal. Dann haben wir Incredible Trains. Incredible Trains ist ein komplett neues Third-Party-Studio, und zwar ein Solo-Developer. Also eine einzige Person, nämlich der gute Johannes Hartmann. Und er erzählt hier so ein bisschen was von sich selbst. Der im Grunde genommen der einzige Entwickler von Incredible Trains
und als neueste Third Party jetzt angekündigt und wird eine UK-Strecke bauen. Selbst Bereich aus dem Modding-Bereich von Transport Fever 2 mit ganz viel UK Rolling Stock und Asset Mods. Ach, der hat die Timetable-Mod gemacht. Ach, das war er. Das ist ja mal interessant. Das wusste ich nicht. Ich habe den Artikel vorher nicht komplett gelesen. Das ist ja mal interessant, dass der diese Fahrplan-Mod gemacht hat für Transport Fever 2. Das ist ja cool. Ich weiß noch, der war nämlich, glaube ich, irgendwann mal in einem Interview bei Heisenberg zockt, glaube ich, während der halt gleichzeitig aufgenommen hat, war dann, meine ich, auch der Johannes dann da bei ihm. Fand ich cool, dass sich da gerade so ein Kreis schließt, das finde ich ja witzig. Genau. Also macht das praktisch als Side-Project oder hat es ursprünglich als Side-Project während seiner Promotion gemacht und ja, hat jetzt einfach ein Entwicklerstudio draus gemacht. Also ziemlich, ziemlich cool. Genau, also er kommt selbst nicht aus UK. Ich glaube, also Johannes Hartmann sagt mir, dass er vermutlich in irgendeiner Form deutschen Hintergrund auch sein haben könnte. Lebt aber in UK. Also hier steht, er hat auf jeden Fall gesagt, choosing a significant UK region for my first route. Das heißt nicht, dass unbedingt noch mehr UK routes von ihm kommen. Aber anscheinend ist das erstmal sein Fokus. Genau. Ja, den Rest des Interviews könnt ihr euch gerne dann alleine noch durchlesen. Es gibt noch ein paar Improvements für West Coast Mainline South, also die Strecke, die DTG veröffentlicht hatte. Mit Transom World 5, die ja sehr viel Kritik geerntet hat, zu Recht an vielen Stellen, weil sie ja einfach an vielen Stellen nicht das Mindestmaß an szenerietechnischem Niveau einhalten konnte, was zum Beispiel Frankfurt-Fulda konnte, aber halt eben West Coast Mainland South zum Beispiel nicht. Und da wird dann jetzt dran gearbeitet. Auch an Fahrplanveränderungen, Anpassungen, mehr als 800 zusätzliche neue Fahrten. Wichtig, dass sie das machen, ne? Also bevor jetzt aber auch irgendwelche Leute sagen, ja, die TG wirft ihre Produkte auf den Markt und kümmert sich nicht drum, ne? Also ihr seht ja, was hier noch gemacht wird. Die hören ja schon auf jeden Fall auf auf die Kritik aus der Community. Das sieht man hier auf jeden Fall. Und auch eben Szenerie, die auch verbessert wurde und angepasst wird. Ja, das ist doch das Wembley-Stadion, ne? Müsste, glaube ich, oder? Wobei London hat so viele Stadien, aber das sieht für mich nach Wembley aus. Okay. Noch irgendwas Interessantes? Das ist doch mal ein schönes Foto. Release-Updates, ja, hier sind noch so ein paar Updates, die benannt werden. State of Play, Performance Crashes and Textures. Okay. Da. Also es wird auf jeden Fall geguckt, warum teilweise Leute so unter schlechter Performance leiden. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass Leute nicht so eine gute Performance haben. Und da wird auf jeden Fall geguckt, woran es liegt. Dann gibt es Mod Packaging Optimizations. Das ist eigentlich ganz interessant. Das können wir uns eigentlich mal komplett mal durchlesen. Für diejenigen unter euch, die gerne in die Community-Modding-Szene eintauchen, haben wir bald weitere gute Neuigkeiten in Form von Verbesserungen zur Optimierung der Ladezeiten beim Booten mit mehreren Mods, also beim Booten, glaube ich, vom Editor. Dies betrifft in erster Linie alle modifizierten Inhalte, die keine Asset-Registry-Dateien enthalten, wodurch die Zeit, die zum Laden dieser Dateien beim Booten des Spiels benötigt wird, erheblich verkürzt wird. Okay, vielleicht doch nicht nur beim Modding. Als Beispiel aus unseren Tests haben wir herausgefunden, dass bei einer Stichprobe von 50 installierten Mods diese Verbesserung die Ladezeit von etwa 7 Minuten auf 1 Minute verkürzten. Oder doch? Ne, okay, Moment, dann ist doch damit der Editor gemeint. Darüber hinaus gibt es noch weitere Änderungen. Und zwar, der Add-on-Manager unterstützt jetzt Szenerie-Overlay-Mods mit Abhängigkeiten vollständig und Mod-Unterstützung für die Microsoft Store Game Pass-Version des Spiels ebenfalls hinzugefügt. Also jetzt nicht auf der Xbox, bevor jetzt jemand sagt, hey, hurra, wir können jetzt auf der Xbox Mods haben. Nein, sondern nur, wenn man TSV auf dem PC über die Microsoft Store sich gekauft hat. Die Änderungen sind noch nicht umgesetzt, aber sollen umgesetzt werden und finde ich cool, dass TSW da, beziehungsweise das DTG da den Modding-Bereich dann noch weiter unterstützt. Dann
gibt es auch noch Transformer Tycoon. Das Roblox-Spiel interessiert mich jetzt nicht, aber hat schon anscheinend über eine Million, wurde schon eine Million Mal anscheinend besucht. Aber ist jetzt nichts meins. Also es wird auch, glaube ich, nicht auf meinem Kanal erscheinen, ganz ehrlich. Und dann gibt es heute Abend noch einen Roadmap-Stream. Okay, das wär's dann. Dann haben wir eigentlich alles durchgesprochen. Und ich bin ganz gespannt auf eure Gedanken dazu. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe und macht's gut. Ciao, ciao.